Herzlich willkommen hier auf Two Crazy Games und beim Klabautermann auf Klabautermann LP. Wir spielen heute zusammen PlayerUnknown's Battlegrounds. Und ich sage guten Tag, hallo Klabbi, wie geht's dir denn heute? Moin, moin. Gut geht mir's. Ich habe gerade einen Waypoint auf der Karte gesetzt, relativ weit unten, bevor es auf diese Insel rüber geht. Ich zähle einfach wieder an und wir springen nach links raus. Ja, und dann heißt es nach links raus. Okay, dann heißt es wieder zwei Noobs auf dem Schlachtfeld, schleichen, ducken, wegrennen. Genau, und diese Paradedisziplin. 3, 2, 1 und go. Go! Wo ist er? Wo ist er denn? Ach, links wollten wir raus, ne? Genau. 75 Grad sind es von mir aus. Da bist du. Und dann halt da wirklich nicht steil nach unten, sondern oh fuck, jetzt habe ich F gedrückt. Jetzt habe ich verkackt. Okay, ja, wo muss man hin? Ich gehe relativ steil runter. Ich folge dir einfach mal. Um da in eines der Gehöfte reinzukommen. Und hoffe, dass wir nicht so arg... Wir haben sogar relativ wenige um uns rum. Das ist gut so. Dann würde ich mal dieses Gehöft da vorne ansteuern. Das hat drei Häuser, liegt direkt an der Straße. Ja. Und vielleicht haben wir echt Glück gehabt. Also ich sehe so im Himmel um uns rum keine... Ach so, ich sehe auch noch keine Fallschirme. Die anderen haben ja alle noch nicht ihren Fallschirm ausgelöst. Ich bin übrigens... Wir haben uns... Ach nee, wir haben uns richtig verpasst jetzt, ne? Wo bist du denn? Ich kann noch wechseln. Ich bin... Ich guck mal. Du bist mal im gerade. Feld, bist du gelandet. Ja, ich bin im Feld gelandet. Halte ich mal Richtung Norden. Da ist auch ein Gehöft, wo zumindest mal zwei Scheunen stehen. Da können wir uns zumindest gleich treffen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg und loote schon mal ein bisschen. Genau, ich gehe erst noch woanders hin. Also wenn ich jetzt nicht völlig verkacke bei der Landung. Bisschen den Berg rauf. Ja, da bist du. Du bist gelandet irgendwo da hinten. Genau. Und jetzt ist es auch wirklich... Oh, oh. Oh, oh. Ist das bei dir? Ja, Mami. Wer schießt denn da schon auf dich? Es gibt doch noch gar nichts. Es wäre auf alle Fälle nicht schlecht. Hier fährt aber schon eine Karre rum. Ich bin hier nicht alleine. Dann, weiß ich nicht. Guck mal, ob du zu mir irgendwie kommst. Ich verkrümmel mich mal hier gerade im Haus. Mhm, und bring Waffen mit. Hier ist nämlich gar nichts. Ich sehe zu, dass ich hier eine Waffe finde. Mann, mach mal die Tür zu, Junge. Okay, du bist da. Oh, Camper, 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 Camper. Das war's, ich bin platt. Hier scheiße, im Haus. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war's, ich bin raus. Sollen wir nochmal neu starten? Nein, das ist in Ordnung. So nach 4 Minuten und 50 Sekunden ist das. Obwohl, die Aufnahme läuft 4 Minuten 50 Sekunden. Ich weiß ja gar nicht. Ich beobachte dich einfach mal. Aber das wäre langweilig, weißt du? Mich zu beobachten oder neu zu starten? Und dich zu beobachten. Nee, langweilig und dich zu beobachten wird's nicht, aber ich glaube, langweilig dann. Zuschauer, ich blende mich einfach mal aus und wir gucken mal, was sich so ergibt. So, es ist immer ein Team, aber irgendwie haben wir hier schon noch mal mehr Content hinzugefügt, den ich noch gar nicht kannte. Das war echt gerade echt ein bisschen. Ich habe lauter doof gelaufen Zubehör, habe jetzt sozusagen auch eine Waffe, aber keine Munition dafür. Irgendwie echt blöd gelaufen gerade. Ja, erst das haben wir uns verpasst. Also erstmal, dass ich zu früh auf F gedrückt habe. Ich wollte auf W drücken. Ja, zwei Noobs halt. Ja, nützt ja nichts. Ich meine, im Endeffekt ist es ja genau das. Ich weiß gar nicht, warum sind wir denn eigentlich jetzt mitten in der Mitte gesprungen? Ich wollte in der Mitte zwar rausspringen, dann aber an den Rand fliegen. Also meine Strategie ist eigentlich immer zu sagen, lass uns... was habe ich denn da für ein T-Shirt jetzt an? Meine Strategie ist zu sagen, weißt du was, ich verschanze mich mal hier auf dem Dachboden, dann kann ich mal auf der Map erklären, was mein Gedanke war für das Rausspringen. Ich wollte eigentlich, also der Flieger ist ja hier von dem Planquadrat D hier runtergeflogen über die Insel drüber. Ja. Und ich wollte eigentlich... Oh fuck, jetzt kommt hier jemand Vorsicht. Her. Vorsicht! Vorsicht! Wer weiß, was da jetzt gleich passiert? Ich bin gerade ein dickes Stinktier auf dem Schoß.
Kannst ja gerade mal einblenden. Moment, pass auf. Ja, ich glaube aber, der ist vorbeigefahren. Ja, der ist vorbei. Oder auch nicht. Ja, irgendwie ist er vorbei. Ja, also ich wollte schon ungefähr dahin, wo du gestorben bist, nur handelt hier noch ein bisschen weit darüber. Ja, ich war jetzt so, das, was mich ja so maßlos erschrocken und ich wusste vor lauter Dusseligkeit gar nicht, was ich machen soll. Ja, das kenne ich. Und dann stehst du so da und dann sitzt der so und schießt dich dreimal an, weißt du, und eben ja, auf die Idee kommst, dem mal ins Gesicht zu springen und dem mal so richtig die Kauleiste verbiegst, weißt du? Bist also du schlau weg. War ich dann in dem Moment nicht. Und guck mal, was ich hier einen Haufen an Zubehör habe. Aber keine Waffen, ne? Ja, eine Pistole mittlerweile. Verrückt. Ja, ich sehe es, eine Pistole hast du, aber das ist ja immer eher so diesen Not. Oh, hier ist dann doch mal eine OP zumindest. Ja gut, aber das ist ja genau dann halt dieses Spielprinzip, dass man halt immer das Risiko hat, dass man halt auch ein bisschen früher aussteigt, als man das gerne hätte. Ne? Steckst ja nicht drin. Das ist wahr. Und ich hatte es ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen im Urin, weißt du? Ich hab die schon so im Augenwinkel gesehen, wie die da gelandet sind. Hatte ich schon das erste Haus, wo du reinrennst, ist dann... Ja, das ist dann entscheidend. Ja, und ich habe mich leider für das falsche Haus entschieden. Beziehungsweise es war auch das einzige Haus, was da gab. Aber da gab es halt zumindest, glaube ich, eine Waffe. Ich glaube, ich hätte dann eine Waffe gesehen oder so. Wieso lässt er mich jetzt nicht ablegen? Ach ja, das hat einige Zeit gedauert. So. Dann habe ich jetzt eine schallgedämpfte UMP, mit der ich allerdings nicht wirklich zoomen oder so kann. Ich hätte jetzt den Vorteil, wenn ich jetzt hier jemanden laufen sehe und auf den schieße, dann sieht er mich, also ja. Dann rafft er erstmal nicht, wo ich bin, weil das Ding schallgedämpft ist. Ach so. Das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, wo wo ich vorhin quasi gestorben bin, also in der Folge 0 probiert hatten. Oder? Dabei habe ich das nämlich auch nicht gehört. Kann sein. Ja. Ich bin nur fasziniert, dass bin mir jetzt unsicher, das Spiel so leise ist irgendwie. Also es hat natürlich entsprechende... Also ich bin jetzt ja schon relativ in der Mitte. Je nachdem, wie sich der Kreis jetzt verändert. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich wieder in mein Häuschen reinflitze und von da so ein bisschen raussniper. Oder ob ich sage, ich versuche mir da vorne irgendwas zu erobern. Ach komm, bevor ich jetzt hier rumliege... Sprinte ich mal übers Feld. Ich habe immer mal so einen Blick mit auf dein, auf deine Spielumgebung. Wenn du was siehst, herzlich gerne Bescheid sagen. Aber das ist nun mal das Spielprinzip. Das ist so an sich. Vorsicht, Fliege. Man ist teilweise dann auch mal schneller raus, als einem lieb ist. Und... Du hast quasi jetzt keine großen Möglichkeiten. Habe ich jetzt keine Möglichkeiten, hier irgendwie groß was zu machen? Nee, du kannst irgendwie, mir zugucken, ne? Oder kannst dich am Bauch kraulen oder. Ja. Aber das war's dann auch schon. Ja. Ist richtig. Und ich krieg auch nicht viel hin, weil ich halt nichts finde.
Oh, Ja, doch, sag hier ich hast du so. mal. Da hast du mal was. Hast du mal ein bisschen was gefunden? Eine Schrotze. Das ist doch eine schöne Nahkampfwaffe. Sogar eine halbwegs gute, die gleichzeitig 5 Schuss laden kann. Und da habe ich doch irgendwie noch hier diesen Choke. Den hatte ich doch gefunden und mitgenommen. Wo ist er denn? Verdammt. Habe ich den wieder weggeworfen? Gibt ein ganz schönes Keine. Zusatzteil für so eine Schrotflinte, mit dem du quasi die Streuung verringerst. Also Ja. dann schießt du zielgerichteter in eine Richtung. Da drüben ist eine Tür offen. Vorsicht. Links kommen irgendwo Autos. Ne, rechts kommen irgendwo Autos. So, direkt an der Kirche. Klingt irgendwie, als wäre es in der Kirche. Da oben oder in diesem Ruinending. Ja, da rennt doch einer. Ich fürchte nur, auf die Entfernung habe ich keine Chance, ihn zu treffen. Musst du auf gut Glück? Ich meine, wozu sammeln wir die ganze Munition? Der kommt raus. Der läuft vor der Kirche rum. Gut, das sind 9 mm und schallgedämpft. Ach, jetzt irgendwie ein vernünftiges Scope und eine vernünftige Waffe. Ja, das wäre auch nicht verkehrt. Das wäre nicht verkehrt. Vielleicht läuft irgendwo ein bisschen weiter näher noch jemand rum. Ich glaube, die rennen da echt beide um die Kirche rum. Ich spiele ein bisschen Fange. Doch, tatsächlich, ne? Die rennen da irgendwie rum. Ja, war schon gut gezielt. Da hinten läuft der andere. Oh Mann. Ja, ich glaube, so viele werden sich sowieso immer bis aufs Letzte irgendwie versuchen, irgendwie Der eine ist es wieder weggerannt von der Kirche. ja, Da das ist rechts hinter rüber, dem, da ja, da ist er. läuft unter dem Felsen. So, was sagt denn die Zone? Die Zone sagt, ich bin immer noch drin. Ist jetzt halt die Frage, ob ich mal versuche, da drüben in das Haus reinzukommen. Wenn ich da sehen würde, ob die Türen schon offen sind. Es ist echt, ja. Da drüben bei dem Blauen war die Tür vorhin schon auf. Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe nur die da unten gesehen, dass die offen ist. Die hier oben weiß ich nicht. Ist halt echt jetzt so ein, wer sich zuerst bewegt, stirbt. Und andererseits, wer sich viel bewegt, kann noch viel Loot einsammeln. Ja, kann natürlich sein. Okay, jetzt hat sich's entschieden. Ich bleib hier drin. Es ist nämlich gerade die rote Zone gekommen. Der Spielbereich verkleinert sich in einer Minute, aber das ist alles okay. Ist das in Ordnung? Okay. Da oben läuft er immer noch rum. Ja, ich habe jetzt auch mal ein bisschen die Ränder hin und her. Oh, der war echt gut, der war gut gezielt. Du Naja. hast einen. Schade. Aber der braucht wahrscheinlich immer noch mal so einen Moment, ne? Die fliegen ja auch, glaube ich, gar nicht so Die akkurat. fliegen nicht sofort. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt dieses Spiel sowas wie Wind oder so ein Gramm mit einberechnet. So, jetzt kommt die rote Zone. Oh.
Also ich hoffe, das reicht. Ich bin halt unter einem Dach. Du wirst es merken. Und ich esse derweilen ein schönes, leckeres After Eight. Das klingt doch nett. Wie, jetzt kommt die nächste rote Zone wieder genau hier? Wollt ihr mich veralbern? Ist natürlich jetzt so die Sache, wenn wenn du dich jetzt hier so ganz verschanzt. Ich guck mal gerade auf die Karte drauf, das kann ich ja. Ja, ich habe auch immer mal wieder einen Blick auf die Karte. Ach, du kannst auch mit M, kannst du, wenn du tot bist, noch auf die tatsächlich, ja. Ich habe es jetzt gerade mal einfach mal so, ich dachte, komm, ich guck mir jetzt mal die Karte einfach mal an. Ich hab ja Zeit. Ich kann in der Tat ein bisschen reinzoomen. Okay. Hier bin ich für die Interessierten. Ich bin hier irgendwo natürlich sehr männlich und sehr heroisch. Und unser lieber Klabbi, der rennt hier. Er rennt eben gar nicht. Er hockt nicht. Er rennt nicht, er hockt. Er hat sich sehr heroisch verschanzt. So, die blaue Zone wird gerade kleiner. Gerade mehr gespannt, ob irgendwie dieses Bombardement jemanden aufgescheucht hat. Keine Ahnung, sieht man was? Okay, die blaue Zone wird kleiner, aber ich bin noch drin. Ne, hier jetzt in unmittelbarer Nähe rennt keiner rum. Mhm. Vielleicht ist ja jetzt auch so langsam die Luft ein bisschen rein. Die rote Zone ist jetzt in Richtung... Ich warte mal noch, bis der blaue Kreis an dem weißen Kreis ist und dann weiß ich, wohin ich als nächstes muss. Ja, Richtung da, wo ich verreckt bin. Weißt du ja noch nicht. Also die Kreise gehen ja nicht konzentrisch, dass sie immer weiter in die Mitte laufen, sondern... Oh, da drüben ist einer. Yay, nein! Ich war leer geschossen, glaube ich. Nee, ich habe doch da keine 30 Mal drauf gedrückt. Also Klabbi, das kennen wir aber anders von dir, ne? Ja, ich war mir unsicher, welchen ich zuerst erlegen soll. Naja, dann gehört die Qual der Wahl, ne? Ach komm. Das war langweilig. Das war viel Rumgehocke und sich dann totschießen lassen. Und dann war ich irgendwann weg. So ein Rotz. Ja gut, aber es nützt ja nichts. Es ist ja nun mal so. Du kannst ja nicht ändern. Ja, du hast recht. Ne, ich meine, entweder du rennst rum, wirst abgeschossen oder erlegst jemanden oder du kämpfst halt irgendwie ein bisschen. Das hat ja bei dem Gegner vorhin ja auch funktioniert. Ich bin in die Hütte reingerannt und dann war vorbei für mich. Ich habe jetzt quasi alles so die Dinge gemacht, die man halt so macht, wenn man gerade nichts zu tun hat am Rechner. Ich habe die Wohnung gesaugt, weißt du, ich war mit dem Hund unten und... Naja, wie auch immer. All jenen, die uns zugeschaut haben, herzliches Dankeschön. Mein persönliches Ziel ist es, ein bisschen weniger campen und ein bisschen mehr schleichen, ducken und wegrennen. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.